Hallo, in diesem Video rund um das Schnittzeichnen geht es konkret um das Verhältnis zwischen Armloch und Ärmel. Ich habe dazu eine PowerPoint vorbereitet, weil das sich so am besten erklären lässt, um so Schnittzeichengrundlagen gut zu vermitteln. Um was geht's? Ausgehend tue ich hier von einem ganz klassischen T-Shirt-Grundschnitt mit einem Armloch, das jetzt nicht überschnitten ist oder besonders weit ist, sondern sehr klassisch und nah an der natürlichen Stelle der Schulter sitzt. Man sieht hier die Schnittteile eines Einnahtärmels und eines Vorderteils und eines Rückenteils, nur damit ihr wisst, von welchem Grundschnitt ich hier ausgehe. Erster wichtiger Begriff ist die Armkugel. Das ist diese gebogene Linie am Ärmelschnitt. Und diese Länge der Armkugellänge ist wichtig, dass sie eben möglichst genau in das Armloch eures Grundschnitts hineinpasst. Und ich möchte euch zeigen, wie man das am besten kontrolliert. Nämlich, wenn ihr einen Schnitt habt, ist es gut, mit einem aufgestellten Maßband entlang der Nahtlinien, nicht der Schnittlinien, zu messen. Dabei ist zu beachten, ihr seht hier den Cursor von mir, dass ihr wirklich mit dem Maßband von der Nahtlinie der Schulternaht entlang am Rückenteil messt, bis auch wirklich zur Nahtlinie von der Seitennaht und das Gleiche am Vorderblatt macht, von der Schulternaht entlang der Nahtlinie messen. Viele machen dann den Fehler, dass sie an der Papierschnittkante entlang messen, aber diese Länge ist ja deutlich anders als die versetzte Linie der Nahtlinie. Diese beiden Maße addiert ihr und schaut, ob ihr da dieses gleiche Maß auch circa auf dem Ärmelschnitt findet. Welche Weiten wollt ihr da genau haben? Es ist nämlich nicht so, dass die ganz gleich lang sein müssen. Wenn ihr aus einem Gewebe näht, also eine Bluse, ein Hemd, ein Kleid, sind ja meistens aus einem Gewebe, dann empfiehlt es sich, dass die Armkugellänge vom Ärmelschnitt um ca. 1,5 cm länger ist als das Armloch. Das nennt sich Einhalteweite. Diese Einhalteweite von 1,5 cm mehr oder weniger, je nachdem, wenn der Stoff sehr fest ist, dann eher 1 cm, wenn er ein bisschen weicher ist, kann man ruhig auch 2 cm Einhalteweite nehmen, damit sich der Ärmel schön über die Schulter drüber rollen kann, weil der Stoff eines Gewebes ja tendenziell nicht dehnbar ist. Im Vergleich dazu habe ich bei T-Shirts festgestellt, die aus Maschenware sind, also aus Jersey, dass es besser ist, die Armkugellänge gleich lang wie den Armlochumfang zu machen, weil man immer wieder dazu tendiert, wenn man hineinnäht, das Armloch dann ein bisschen anzudehnen und dann leiert das unschön aus, beziehungsweise die Overlock bei Maschenwarenverarbeitung, das Textil ja ein bisschen ausleiert tendenziell und dann wellt die Naht. Was macht man jetzt, wenn die Ärmelnaht, Armlochlänge und Kugellänge nicht gleich lang sind? Hier eine Variante, wie man das machen kann. In der Ärmellänge, die circa die Hälfte nehmen, das ist in etwa auf Ellbogenhöhe. Ihr könnt auch eine höhere Linie nehmen, zum Beispiel hier, wenn ihr einen kurzen Ärmel habt. Und dann von der Kugelspitze, das ist die höchste Stelle der Kugel, nach unten hin einschneiden und von der Seite einschneiden lassen. Dabei bitte beachten, am Papier in der Mitte das zusammenhängen zu lassen, weil sonst zerfallen euch... Sonst zerfallen euch die Papierschnitte. Ich habe es hier im Bild noch gezeigt. Einmal einschneiden, von oben einschneiden, von der Seite einschneiden und dann den gewünschten Fehlbetrag oder der Betrag, der zu viel ist, hier oben an der Kugelspitze auseinanderschieben oder zusammenfalten. Und damit habt ihr dann, wenn ihr das Papier dann wieder zusammenklebt, eine richtige Armkugel. Was hier allerdings passiert, ist, dass hier an den Einschnittstellen, hier jetzt im Ellbogenbereich, es zu kleinen Überlappungen oder zu Auseinanderspreizungen kommt. Diese Mini-Beträge, die da entstehen, kann man Ärmelsaum dazu oder weggeben, um das wieder perfekt auszugleichen. Ja, ich hoffe, mit dem kleinen Tipp habe ich euch ein bisschen was über das Verhältnis zwischen Armloch und Armkugel näher bringen können.